Take two. Hallo Freunde des majestätischen Tigers und Freunde des majestätischen Tigers. Heute zeige ich euch mal das. Boah, ich muss es gerade nochmal machen. Ich hab davor gesagt, hallo Freunde des majestätischen Tigers, des japanischen Tigers. Ich verwechsel immer das Wort japanisch und majestätisch, weil es einfach sind. Es wird ja beides gleich geschrieben, oder nicht? Das beißt ein J drin irgendwie und ein M und dieses ganze Zeug da. Und ich glaube A auch, ich weiß nicht. Und heute zeige ich euch mal etwas, was sonst keiner geschafft hat. Es war immer nur noch gerade so viel Geld für die anderen YouTuber da, dass die sich noch gerade so die größeren, teureren Sets von anderen Herstellern mit alles Mögliche leisten konnten. Import und so weiter. Und Versand und so weiter. Diese ganzen Aufpreise. Dafür reicht das Geld komischerweise. Aber für Schnäppchenpreise, für vergleichbare Perfektionen reicht das Geld komischerweise nicht, obwohl es weniger kostet und besser ist. Und dann auch von einer Marke, die echt immer zuverlässig ist. Genauso wie zum Beispiel Megaconstrux, kann man sich auch immer drauf verlassen. Von denen, was ich bis jetzt von denen als ja, hat halt eben. Und heute stellen wir uns mal die Frage, was jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden hier. Die sehen ja schon ziemlich ähnlich aus. Also so vom rein optischen würde ich eher sagen, wäre das das A-Modell zum das B-Modell zum A-Modell, ja, und so rum. Und auch wenn ich mir das Beiwerk dazu so anschaue, das und das. Was ist denn das? Ach so, genau, das ist das. Kann man das Beiwerk überhaupt sehen? Nee, gar nicht, ne? Aber ich habe es halt eben da. Ich habe es mal extra runtergenoppt, weil ich dachte, das muss ich schon so präsentieren, wie es auch gedacht ist. Heute schauen wir uns mal die 31129 mit der Altsempfehlung ab 9 Jahren von Lego an. Das ist der majestätische Tiger, der geht ja dieses Jahr EOL oder ist schon EOL gegangen, egal. Ja klar, jetzt stellen sich vielleicht einige von euch die Frage oder alle wie mir, ja, hast du zu viel Geld oder was? Also zwei Sachen muss ich dem Ganzen schon mal entgegensetzen. Klar, kostet das Ding schon mal bei Smithers 33,90 Euro. Bei Müller habe ich sowas schon mal für 33 Euro oder ich glaube so 34 Euro geradeaus irgendwie sowas rumgesehen. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas halt in dieser Art. Und nein, ich habe nicht so viel Geld, weil ich das ganze Leben schon. Das war echt schmerzhaft, dieses Geld überhaupt dafür auszugeben. Obwohl ich schon für 34 Euro, ja, das habe ich für 34,99 € nochmal gekauft. Das war der Karton, den ich da gerade runtergestellt habe. Das ist halt eben schon nicht viel Geld, aber auch nicht wenig Geld. Es ist irgendwas dazwischen. Und ich habe versucht, das irgendwie nochmal richtig aufzustellen. Das zeige ich euch nochmal richtig. Das ist A-Modell, das ist das B-Modell, sage ich jetzt mal dazu. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Versuche ich mit diesen, also wie viele Schnappschüsse ich jetzt für das Titelbild gebraucht habe. Ich musste mich echt auch ein bisschen strukturieren. Ich habe erst zweimal hintereinander, oder ich habe versucht, immer drei Bilder hintereinander zu machen, und zwar erst ein Bild ohne Blitz, dann ein Bild mit Blitz A oder A-Blitz, irgendwie sowas halt. Und dann einmal das Bild mit Blitz einfach nur. Und mir ist da Folgendes aufgefallen. Also ohne Blitz ist schon mal besser, weil es hier hell genug ist, sonst würde der Karton nur reflektieren. Und
Mit Blitz A ist halt eben ein bisschen Blitz und es geht halt eben auch, oder mit A-Blitz, wie es heißt, es geht dann auch im Vergleich zu nur Blitz, denn wenn da nur Blitz ist, dann ist zwar auch Blitzlicht, Blitzlicht ist dann heller, aber dafür dauert es auch länger, bis das Foto überhaupt mal geschossen ist und bis das, also es löst aus und dann dauert es eine Weile. Und dann erst ist es fertig. Und bei Blitz A oder A-Blitz, ich habe es mir nicht gemerkt, da ist halt eben, da geht es so schnell wie ohne Blitz. Also dann löst es aus und dann geht es wieder weg. Bei nur Blitz löst es aus, dann dauert es eine Weile und dann dauert es noch eine Weile und dann erst geht es wieder weg. Also das ist einfach nur. Und jetzt schauen wir uns mal die beiden genauer an. Also auf dem Karton, habe ich mir immer die Frage gestellt, wie dieses Muster da hinten gebaut wird, also mit was für Teilen und was für Bautechniken. Und ich habe da mal wieder die typische Erfahrung gemacht aufs Neue. Erst wenn man es gebaut hat, versteht man das Ganze auch. Ja, ist ja schon gut. Aber jetzt, wo ich es gebaut habe, stelle ich mir auch die Frage, was ich mir für eine Frage gestellt habe. Also, was ich daran nicht verstanden habe. Also, was ich daran so komisch fand. Schau noch mal. Also jetzt, wo ich es gebaut habe, fällt mir nicht mehr ein, was ich von. Ach, du machst es nicht bei echten Lebewesen so, was ich daran nicht verstanden habe oder was mich dabei gefragt habe. Ich weiß nicht mehr, was ich mich dabei gefragt habe, genau. Aber irgendwas wollte ich da von wissen, wie das halt eben gebaut wird, mit das Verteilen, was Bautechniken dafür angewendet wird werden und ganz ehrlich, ich hab's vergessen und ich komme da auch nicht mehr drauf. Egal, wie sehr ich mir Mühe gebe, mich wieder daran zu erinnern, ich komme da einfach nicht mehr drauf. Und ui. Es ist alles gut, nichts Schlimmes passiert. Der Panda ist einfach nur so unfassbar knuffig und zuckersüß. Wir kommen gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Erstmal, jetzt könnt ihr es besser sehen, denke ich mal. Erstmal zum Tiger. Was konnte der nochmal genau alles? Der konnte ja den vorderen Teil bewegen, den hinteren Teil. Und da ist alles auf Balljoint zugelöst. Zack, 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 zack. Kugelgelenke halt nur. Und es sind genau die Teile, die eben auch übergeblieben sind, so wie auch die schwarzen und weißen Grabstein förmigen Bricks, die halt einfach glatt sind. Und es gibt ja auch mittlerweile diese Teile, wo halt eben an der Seite so eine Noppe dran ist. Also meistens schwarz habe ich das gesehen, da ist an der Seite noch so eine Noppe dran. Und jetzt schauen wir uns mal an, also was der Unterschied zwischen beiden ist. Also der einzige Unterschied, der zwischen den beiden oder die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden ist, dass der Kopf schon mal von Funktion, da fehlt eine Funktion in Ordnung, aber sonst passt das Ganze ja. Und wo fehlt? Und was ist da noch alles? Die Beine, ja, sind halt eben etwas, ja, das ist ein bisschen einfacher gehalten und ein bisschen steifer auch. Aber ich finde es auch total in Ordnung. Ich weiß ja nicht, wie es in echt aussieht. Aber das soll ein Panda sein, habe ich mir so sagen lassen. Also das habe ich von Chris Steve so gehört, als er das mal vorgestellt hat, was ich echt gut finde, denn dafür muss man einfach Werbung machen. Dieses Set muss man einfach zeigen. Aber umso trauriger finde ich, dass niemand das Geld hat, auch mal dafür. Selbst wenn es ein Angebot für 34,90 € oder so ist, das auch mal dafür auszugeben und auch mal vorzustellen und zu zeigen, wie es im Vergleich dazu ist. Aber komischerweise reicht das Geld für teurere andere Sachen aus von anderen Herstellern. Und die sollen nur besser sein, nur weil es andere Hersteller sind.
Das ist mal wieder diese typische Heldenlogik, die mal wieder sowas von durchgeknallt ist, dass man schon durchdrehen muss, um überhaupt damit noch klarkommen zu können. Das gibt's nicht. Andere Hersteller sind besser. Ja, Kobi hat die stärkste Klemmkraft. Kobi hat eine schwächere Klemmkraft als Lego. War mal sowas von. Die Teile fallen zwar nicht auseinander, aber die lassen sich einfach auseinandernehmen. Einfacher, die halten zwar zusammen, aber die Teile lassen sich leichter auseinandernehmen, als sie überhaupt zusammenhalten. Außer die gedruckten Teile. Also wenn bei diesen einmal zwei Platten, bei den zwei weißen von diesen Fiat 500, den ich euch mal gezeigt habe, finde ich euch in Videobeschreibung, da ist halt ist eben das Problem, dass man Platten wirklich nur schwer auseinander bekommt. Aber bei allen anderen Platten und Fliesen und alles Mögliche kriegt man die leicht wieder auseinander. Und bei Lego ist halt eben die Klemmkraft bei den Teilen echt einiges stärker als. Also bei Lego ist nicht nur die Klemmkraft und untereinander bei allen Teilen innerhalb des Lego-Universums gleichmäßig im Gegensatz zu Kobi, wo nur die bedruckten Teile, wo über zwei Steine gedruckt werden, weil die zusammengebaut sind und so wird drauf gedruckt und die bleiben dann noch so, die werden noch so verpackt. Nur die halten stärker zusammen und die anderen Teile, die auch keine Fliesen sind und einfach nur auch nur Platten sind, die gehen leichter auseinander. Das finde ich ein bisschen komisch. Und so soll Kobi auch noch besser sein als Lego? Habe ich zumindest so verstanden. Also nach meiner Erfahrung ist Kobi von der Qualität so unfassbar viel schlechter als Lego. Und Kobi orientieren sich auch noch wie alle anderen Sets aus dem Bluebeak Store und von anderen Herstellern nur an den Preis in Sachen Qualität. Das ist so eine Logik, die bei mir einfach nicht rein will. Für mich ist die Qualität immer unabhängig vom Preis. Unabhängig. Set. Also Preis ist nicht Qualität, sondern Teileanzahl. Wie bei Lego. Bei Kobi ist es so. Und bei anderen asiatischen Sets, Herstellern meine ich, ist es auch so. Je günstiger es ist, umso schlechter ist die Teilequalität. Hä? Wie kann das bitte schön sein? Wir haben jetzt schon Ende 2023, 2 Tage damit 2024. Und wenn Kobi bis dahin nicht besser werden, dann ist es mir auch egal. Denn ich gebe ihnen sowieso keine Chance mehr. Die haben mich sowas von enttäuscht über 2 oder 3 Sets hinweg. Und ich habe nur die kleinsten davon genommen. Und die sind so schlecht. Der Skoda Fabia, der rote, der fühlt sich von den Teilen von den Platten an wie Gummi. Also Kobi, entschuldige mal bitte, aber was ist falsch mit euch? Wie schlecht könnt ihr nur sein? Ihr könnt ja wegen mir in Polen sein und alles intern bedrucken in Europa und bla bla, ist mir egal. Ihr seid schlecht ohne Ende. Ihr könnt froh sein, dass ihr so irgendwelche Klemmbausteine habt, wie den Herr der Steine und so irgendwelche total vernebelte verstandslose Menschen halt eben, die halt, denn nur die sprechen euch überhaupt gute Sachen zu. Ohne diese total verblendeten wärt ihr gar nicht mal so gut gewesen. Und am besten wäre es natürlich, wenn es mich nicht geben würde, ne? Denn wie kann ich es auch nur wagen, so Wahrheiten überhaupt auszusprechen? Ey, das gibt's ja echt nicht, ne? Also was ich mir so alles sagen lassen habe und was davon stimmt, das passt nicht zusammen. Das sind unterschiedliche Sachen. Was gesagt wird, wird gesagt und wie es wirklich ist, ist, wie es wirklich ist. Und dann habe ich
mich noch ein bisschen weitergebildet im Leben. Das ist teilweise so. Teilweise sind die Sachen, die gesagt werden, wirklich so, teilweise nicht. Das ist ein Unterschied. Und das ist etwas, was mich echt ratlos zurücklässt. Ich verstehe es einfach nur nicht. Aber jetzt schauen wir uns mal die beiden nebeneinander genauer an. Was kann der alles nicht? Also der kann alles nicht den Schwanz hinten so mehrteilig bewegen, das nur als eins, das haben wir ja schon auf dem Karton gesehen. Und der kann sein Maul nicht auf und zu machen, weil es einfach nur gesnottet ist. Das ist halt einfach nur so, die werden auch gerne Pizzastücke genannt, die werden eben so drunter gesnottet mit so einer weißen 1x2-Platte noch dazwischen, damit es einfach ein bisschen mehr nach was aussieht. Und was kann er noch nicht? Genau, er kann die Kniegelenke und die Ellenbogengelenke, wenn es jetzt von Menschen so abschauen, damit wir wissen, was beim Tier was ist, was er nicht gehen kann, weil es ja so ist, die kann zum Beispiel nicht aushängen, aber der Majestät Stier, der kann es ja aushängen, ne? Jetzt ist es gerade ausgehängt und jetzt wieder drinnen. Und das halt eben. Und den vorderen Teil und hinteren Teil kann er auch nicht bewegen. Aber was sind die Gemeinsamkeiten? Die können beide den Kopf rundherum drehen. Ach so, genau, stimmt. Das war ja der Moment, was Kreativ auch schon mal ausprobiert hat. Da gehen die Teile auseinander. Aber wenn man es gerade hält, dann glaube ich, geht es, oder? Ich weiß nicht. Also, das kann der Panda auch. Und der kann die Ohren so ein bisschen bewegen. Also ein ganz bisschen halt. Ich lege jetzt mal nach hinten an. Uns wieder nach vorne. Der kann es auch bewegen, so nach oben und unten halt eben. Ich habe mich mal für nach unten entschieden, weil es die Anleitung ja auch so vorsieht und ich finde es so auch viel schöner. Sowas gibt es auch in echt, aber das ist dann eher so dieses Hinhören und so ist halt eben einfach eher, ja. Und beide haben auch so Kugelgelenk. Nö. Aber beide können auch die Beine bewegen. Also der kann es nur über Rastergelenk so rundherum bewegen. Und der aber hat hier Kugelgelenke dran. Und dann Füßen auch. Die kann man ja auch so rundherum drehen. Ja, ihr habt schon gerade gesehen, dazu kommen gleich auch nochmal genau zu sprechen und ein paar weitere Sachen noch. Und das kann der halt eben auch. Kann man einfach mal so rundherum drehen. Ihr habt schon gesehen auf Titelbild, ich habe es da nicht ganz geschafft, dass er auf alle Noppen steht. Egal. Und was können noch beide? Ja, ein Schwanz. Können beide noch einmal komplett rumdrehen. Das kann er ja auch. Ist ja beides auch cool, Gelenk. Und was noch alles? Ja, die Augenbrauen können wir bei beiden verstellen. Mache ich jetzt nicht extra. Ihr könnt euch gut vorstellen, wie es dann aussieht. Lass mal es erstmal weg. Und es kann ja gut sein, dass da das Rote in echt auch hingehört. Aber ich muss auch mit dazu sagen, dass es auch orangene so Teile, also nicht so Platten gibt, aber schon so Platten. Vielleicht wollten die auch nicht, dass man da so Spaltmaße sieht und darum haben sie sich für eine andere Farbe entschieden. Oder das gehört zu Rot. Ich weiß es nicht.
Aber es wäre auch mit orangenen Platten möglich, weil da noch massig davon übergeblieben sind, logischerweise. Und das können wir auch nicht anders, ne? Und was noch so alles? Ja, ich finde es auch echt sehr schön, wie es da so gebaut ist. Ja, da ist er eben ein bisschen, ja. Alles klar, wie es gebaut ist. Das war das Stichwort. Wie war denn der Aufbau davon? Der Aufbau davon war sehr interessant. Diese schwarzen 2x2 Platten mit so einem Kugelgelenk, was über so eine dünne runde Stange irgendwie verbunden ist. Die gab es in Tüte 3 nur dreimal und die habe ich aber viermal für alle vier Pfoten natürlich gebraucht. Und in Tüte 4 gab es sie noch ein paar weitere Male und dann habe ich zum Schluss gesehen, dass es die auch noch in Tüte 2 auch noch gibt, diese schwarzen 2x2 Platten mit Kugel dran. Das sind diese da. Die so 2x2 Platten, die haben so eine Kugel dran, die sind halt eben so an der Seite so festgemacht. Und ja, das Ganze hat sich über andere Teile, auf andere Teile auch noch übertragen. Also die sind in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Für das A-Modell. Fürs B-Modell natürlich nicht. Da musste ich natürlich alle Tüten, fast alle Tüten auf, also alle großen Tüten, alle vier Bauabschnittstüten, ja. Aber nicht alle Kleintüten. Ich glaube, eins, zwei, drei so von diesen Kleintüten sind noch zugeblieben. Ungefähr mehr oder weniger. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir aber auch nicht gemerkt, weil ich auch nicht nachgeschaut habe. Weil es mir auch so egal ist, ganz ehrlich. Und ich dachte, ich hätte da auch so weiße Wedge-Fliesen gesehen oder gibt es sie da doch nur in Orange? Denn ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so gehört, dass da die Noppen sein müssen, weil sie nur teilweise gefliest ist. Da meine ich jetzt, es ist einfach so. Und noch die gedruckten 2x1-Lobes, die. Da zweimal und da doppelt so oft eingesetzt wurden, werden da halt eben gar nicht eingesetzt, weil es da auch nicht hingehört, logischerweise. Also finde ich nicht schlimm. Aber es finde ich echt so süß, wie das da gebaut ist. Fangen wir mal mit den offensichtlichsten an. Diese Hamsterbäckchen. Ich habe übrigens gestern, für euch vorgestern, wo halt eben das irgendein Video rausgekommen ist, habe ich ein 100% Pamo ausgebrütet. Wie geil! Das habe ich natürlich sofort gestellt. Also ich habe mittlerweile so viel 100er, dass ich alle Sterne weggemacht habe, nur noch die drin gelassen und reingemacht habe, die 100% waren. Und die anderen, die muss ich mir halt eben dann selber so anschauen vor den Kämpfen da. Was auch noch süß ist, finde ich, diese Beulen da unten, damit er halt eben mehr auf die Zehenspitzen stehen kann. Ja, hallo, wie übertrieben süß ist das denn? Also, das ist doch echt mal der Hammer, oder? Aber es bin Preis, muss ich am Anfang sagen, nicht, dass ihr denkt, das ist so ein Set wie aus dieser 2K, diese 2K-Drive-Serie von Lego, wo die halt eben auch ein Set mit so einem Auto halt einfach mit so Propeller noch dran und ein Fahrzeug, irgend so ein Boot oder sowas es war und so ein Schiffchen halt eben irgendwie sowas und ein Set, wo halt eben zwei so Monster Trucks drin waren, mit so drei gewinkelten Liftarmen, um den Winkel hinzubekommen und um die Federn ein bisschen anzudeuten, eher anzutäuschen, ja, und dann noch ein Set, was mir am besten gefällt, auch für 30 Euro. Das gibt es aber auch, glaube ich, nur, ich weiß nicht mehr. Das, weil eben das mit diesem Auto auch so ein Bötchen, so ein Schiff irgendwie sowas.
Und ein Monster Truck, aber nicht diese großen Monster Trucks, sondern so ein kleiner Monster Truck, halt eben ohne Dach, die wir auch schon mal zusammen aufgebaut haben. Das ist halt eben nun mal leider nicht so ein Set, aber ich finde es schon echt cool von Lego, dass die diese 2K Drive Serie haben, weil man da mehrere Sets gleichzeitig aufbauen kann, also hintereinander. Außer man teilt das Set mit anderen, dann kann man es auch gleichzeitig zusammen aufbauen. Aber dann hat man für 30 Euro zwei bis drei Fahrzeuge und das finde ich preistechnisch echt fortschrittlich. Geil! Und hier ist es leider nicht so, weil da eben wirklich restlos alles für Perfektion aufgekommen ist. Und dazu gehört auch unter anderem dieses Muster und die Winkel und die Gelenke und die Gelenkigkeit und so weiter, ja, wie das ganze Leben funktionieren soll. Und alles, also wirklich alles, das ist halt eben etwas, was dem B-Modell eben nun mal fehlt. Das ist ja nicht schlimm, ich sage das ja nur, damit, also da ist auch nichts Pinkes hinten dran, was irgendwie, oder hinten drin zumindest, was so rausschauen könnte. Da ist schon was Pinkes drin verbaut, aber das sieht man von außen nicht. Also, Moment, ich habe gerade. Ah, alles klar, es darf man nicht zu sehr nach innen drehen, weil sonst die M4-Fliese mit diesem komischen Slope da irgendwie abfällt. Also, das Ganze stößt dann diesen Slope an, der wiederum an diese Fliese mit abhebelt und dann geht's ab. In Ordnung. Ja klar, sieht man hier halt eben auch schon beim A-Modell bisschen Farbseuche, aber das ist ja keine Farbseuche, sondern anatomisch korrekt, weil man es ja nicht verkleiden kann. Das ist ja keine Maske, die sich verschiebt. Boah, das ist ein echt widerlicher Begriff, aber so heißt es leider. Auch wenn es sich ein bisschen ekelhaft anhört, meiner Meinung nach zumindest. Und da ist ja eben auch ein bisschen Realismus drin, aber auch, nein, es war nicht da, sondern da, aber dazu kommen wir gleich. Ich finde es sonst echt schön, wie es so gebaut ist. Und ich finde es auch sehr schön gemacht. Vor allem dieses Zeug da unten, das Schwarze da, das kann man ja gar nicht sehen, zumindest nicht auf der Verpackung. So lang, bis man das selber gebaut hat, dann sieht man das auch. Und nach dem Bau kann man es auch sehen, weil man sich ja vielleicht sogar noch gemerkt hat, wie man das gebaut hat. Aber sonst auf Karton ist das Schwarze da unten überhaupt nicht abgebildet. Das ist so eine 1x2-Platte und diese schrägen 1x2-Slopes da. Und, ja, das ist so putzig. Das ist so auf so. Habe ich es jetzt? Ich weiß nicht, vielleicht. Jetzt? Ja, das biegt sich immer so gerade. Also nur wenn ich drauf drücke, dann wird es gerade und jetzt, ja, nicht schlimm. Einfach nur so. Knubbelnase, es ist richtig schön knubbelig und pummelig. Das ist halt eben nicht, weil es halt eben woanders braucht. Und nö, das ist. Das soll nichts pervers bedeuten, überhaupt nicht, nein. Keine versauten Gedanken jetzt hier bitte an dieser Stelle. Und um den noch zu optimieren, kann man zusätzlich noch Trans Clear Dots auf die Augen draufsetzen, damit es so eine gewisse Reflexion wiedergibt. Ich habe jetzt zum Glück schon ein Titelbild gemacht. So sieht es jetzt aus. Und Moment. Und natürlich haben die 1x1-Slopes, ich meine die Trans Clear Dots, schon massig Kratzer drauf, aber das ist doch so egal, denn es ist ja ein Gebrauchsgegenstand und keine Dekoration, die nur gut aussehen soll und sonst nichts anderes. Darum finde ich es auch total in Ordnung, wenn es auch mal ein bisschen. Aus dem
sind diese Transkriadots sowieso nicht beim Set mit dabei, was für mich wiederum ganz klar relativiert, dass da eben ein paar Kratzer drauf sind. Weil es, wie gesagt, ich sag's gerne nochmal, für die, die nicht zugehört haben oder die es nicht hören wollen, es ist so egal, ob da Kratzer drauf sind oder nicht. Auf größeren Teilen wäre es weniger egal, weil es einfach durch die Größe etwas auffälliger wäre, aber nur allein durch die Größe, sonst finde ich das auch total in Ordnung. Und so sieht es mit Transclear-Dots aus. Bisschen realistischer, finde ich zumindest. Oder? Oder wie seht ihr das so? Es reflektiert schön, wie es auch soll. Eigentlich soll es ja nur gelb reflektieren, aber ist halt einfach nicht so und es ist auch total in Ordnung, finde ich. Schauen wir uns noch das Beiwerk dazu ein bisschen genauer an. Ach so, der Aufbau war auch ein bisschen nervig wegen diesen Slopes. Da gibt es ein paar Teile, also ein paar so Bauschritte, wo man halt eben ganz viel in der gleichen Farbe mehrmals braucht. Das ist ein bisschen. Ich dachte mir zum Beispiel auch unter anderem bei diesen Slopes müsste es nicht langsam mal zu Ende gehen. Habe ich jetzt schon die Ersatzteile da mit verbaut? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Ersatzteile damit auch schon mit verbaut habe. Aber da habe ich zum Beispiel beim Bauen einen Fehler gemacht. Ich dachte, da Spin Slopes setze ich bis zum Ende fort. Nö, muss ich die M1 Slopes hin wieder runter machen, die orangenen. Und da halt eben die abgeschrägten 1x2 auch in Orange, nur ein anderes Format, wieder drauf machen. Und vor allem von diesen weißen 2x4 Platten werden echt massig rein verbaut, also sehr, sehr viele. Und auch alle von diesen Viertelkreisplatten, 3x3, sind da auch echt alle rein verschwendet. Und alle vier von diesen Rahmen da, also von diesen, ich versuche gerade mal so eins irgendwie abzumachen. Na, da ist es ja befestigt. Ich habe es gleich geschafft. Alle vier von diesen Teilen, die echt toll sind, meiner Meinung nach, alle vier davon sind auch noch übergeblieben. So wie auch diverse andere Sachen, die auch echt toll sind. Nicht alle, aber schon einige. Also schon alle von diesen Rahmen, die ich gerade gezeigt habe, aber dafür wurden teilweise auch, ich weiß auch nicht mal, ich glaube ein, zwei, drei vielleicht von diesen weißen 2x4 Platten sind vielleicht sogar übergeblieben, aber alle vier von diesen Propellerteilen, die beim Majestätischen Tiger, das ist einmal der davon, wo natürlich auch alles drin verbaut wurde, die halt eben hier beiden zweimal nur da hinten drin sind, sind, also da sieht man die braunen Propellerteile vielleicht ein bisschen. Die halt eben diesen Winkel da nochmal erzeugen, damit man eben mehr Teile darauf verbauen kann. Und ihr fragt euch jetzt sicher, ob ich das nicht ein bisschen aufgeräumter hätte bauen können. Das ist aufgeräumt. Die Anleitung will es so haben. Das sind alle vier von diesen Propellerteilen verbaut. Von diesen braunen. Und zwar drei von diesen Propellerteilen sind auf diesen einen Propellerteil da drauf. Dieses Propellerteil wird nochmal von außen, also von oben gekennzeichnet durch diese Schnabelteile und diese 1x1-Slopes. Und die anderen Propeller verbinden sich damit und diese Blütenteile da dran. Dann gibt es noch so Bogenplatten, woran auch sowas festgemacht ist. Das soll aber nach außen zeigen. Das Ganze ist an so ein Kugelgelenk dran und ein Ende davon soll auf diesen einen Slope da hinten drauf liegen und
Wird natürlich nicht festgenommen. Und was das Schwarze da sein soll, wüsste ich gern mal. Das ist halt einfach schwarz, weil es schwarz ist. Weil schwarz einfach, ja. Nix gegen schwarz, wegen mir kann es auch gern schwarz sein, aber ob das jetzt so korrekt ist, ich meine, es kann ja gut sein, dass es da auch schwarze Bäume gibt, sofern es ein Baum sein soll. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das sind Blüten ja in Ordnung, Blumen ja, aber was das schwarz ist, weiß ich wirklich nicht. Aber ich finde schon echt cool, wie es gebaut ist. Aber was es darstellen soll, wie gesagt, sage ich gerne nochmal, ich weiß es echt nicht. Und auch mit den Ranken da, das finde ich echt cool. Und ja, es geht eben so gerade hoch mit so einmal zwei Bricks und ja, soweit erstmal. Das Ganze ist nur auf so ein Kugelgelenk da drauf, was wiederum da hinten dran ist und dieses Teil ist halt eben beim Panda vorne dran, was beim meistischen Tiger ganz hinten dran ist. Und wir haben hier noch sowas. Das ist so Bambus, daran soll dem rumknabbern irgendwie, was er natürlich nicht kann, weil es hier nur gesnoddet ist. Das kann man nicht aufmachen wie bei diesen hier. Der kann es ja machen. Aber der nicht. Und dieses Teil gehört ja damit dazu. Einfach nur, damit ihr es wisst. Und ich finde es auch echt süß, wie die Ohren da gebaut wurden. Ich wollte eben mit so Clips irgendwie so nach außen irgendwie, also mit imitierten Fliesen und dieses Zeug da so umgedreht, so dass der eben echt ziemlich realistisch, finde ich, aussieht. Also ich verstehe den Gedanken dahinter total. Ja, das ist alles. Ach so, das Beiwerk zum Meisterischen Tiger, das ist ja das, das sieht ja sowas von realistisch aus, finde ich. Und also das A-Modell hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und das in jeder Hinsicht. Ja, klar kann man sich jetzt drüber aufregen, dass der Papagei ein bisschen zu groß für das bisschen da geworden ist. Aber warum sollte ich mich drüber aufregen? Das ist doch egal. Es kann auch gut sein, dass es wirklich so ist. Also, ich finde, das ist schon perfekt. Also, es ist genau richtig so. Und selbst wenn es nicht so wäre, hä, ja und? Und hat überhaupt jemand danach gefragt, ob die Proportion Vogel zum Wald und Bäume da überhaupt korrekt ist oder nicht? Und selbst wenn nicht, das ist doch egal. Da muss man sich doch nicht so drüber aufregen. Das ist doch, ob es richtig ist oder nicht, ja und? Das juckt doch niemand, oder? Oder gibt es tatsächlich so Gestörte, die meinen, dass alles korrekt proportioniert sein muss? Reicht es nicht aus, dass da alles korrekt proportioniert ist? Außerdem ist es auch sowieso nur Beiwerk. Ich finde, das ist für das, was es sein soll, echt gut genug gemacht. Und der Papagei ist so schön perfekt gebaut. Und auch das. Müssen wir uns ernsthaft noch über Maßstabsgetreue streiten? Oder können wir es auch einfach nicht tun und zufrieden mit dem sein, was sie bekommen? Denn das ist ja für 50 € UVP schon echt eine Menge Zeug. Klar ist es dadurch kein Schnäppchen, aber ich finde, es ist schon preislich angemessen. Bei Müller im Mercado, da hat es für so 70 € gegeben oder für 60 € irgendwie sowas um Dreh rum. Ich dachte, oh, es ist teuer. Und dann bin ich zum MyToys, damals war es noch MyToys und heute heißt es ja Toysino. Da habe ich, ja, egal, da habe ich dieses Set gekauft. Da war das für 50 € UVP. Ich dachte, ich hätte damit Schnäppchen gemacht. Blödsinn. Müller haben das einfach nur teurer gemacht als Lego, weil sie von Lego ist, dafür verlangt haben. Unglaublich, oder? Also da habe ich mich eher drüber aufgeregt. Aber sonst bin ich ziemlich glücklich drüber. Und ja, die Beine werden eben noch ziemlich entgegengesetzt. Zweimal,
wird das und das gebaut und zweimal das und das, so über Kreuz halt eben, damit es halt eben so ist. Wie mir hätten die es auch, hätte bei mir, ich hätte es am liebsten selber gespiegelt gemacht. Und selbst wenn es nicht gespiegelt wäre, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe da schon mal so weit alles richtig gemacht. Glaube ich, beim Aufbau stellenweise ein bisschen was falsch gemacht erstmal. Aber das ist doch total in Ordnung. Jeder macht Fehler. Immer. Beim Aufbau gehören Fehler einfach mit dazu. Solange es ja kein, ja, egal. Ich finde, es passt so. Auf alle Fälle, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze jetzt ein bisschen näher bringen und wenn ihr abonniert habt, dann kommentiert gern, lasst den Daumen bitte weg und schreibt anstelle davon bitte lieber Kommentare, denn ich will keinen Daumen nach oben sehen, ich will lieber hören, was ihr von diesen Sets, was ihr von diesem Vergleich so haltet und ja, da sind noch ein paar so Sachen halt eben. Ich mach's am besten ab, weil es ja ein Klemmbaustein-Set ist und kein echtes Tier. Und es ist halt eben so gemacht, einfach nur so. So Nob nach unten, das ist genau das da. Wird da so ein dran gesetzt und dann ist es das. Fertig. Das ist echt alles. Und ja, dieser Abstand, der soll ja tatsächlich so sein, auch hinten, weil es einfach in der Anleitung so abgebildet ist. Einfach nur, damit ihr es wisst. Und wer noch nicht abonniert habt, ich meine nochmal, wer noch nicht abonniert hat, sollte es bitte tun, denn ab nächstes Jahr zeige ich alle Neuheiten, jeden Tag eine neue Neuheit. Also für Dienstag und Mittwoch habe ich schon mal vorproduziert. Jetzt, also schon online. Für Mittwoch muss ich noch ein Titelbild machen, weil diesmal der Sonnenuntergang noch nicht so war, wie am Tag, wo ich die beiden neuen Dream Sets, die da stehen, was ihr aber zum Glück nicht sehen könnt, nur meine Taschentücher. Daneben steht es und schon aufgebaut habe, also zum Ende, wo ich zu Easy Set gekommen bin, da ist der Himmel auch in diese Farbe geworden, zum Glück im Hintergrund, das war echt schön. Jetzt muss ich diesen Hintergrund nochmal wischen, um ein Stilbild davon machen zu können. Außerdem muss ich noch ein paar Sachen vorbereiten und wenn ihr neuen Sets nicht verpassen wollt und ihr habt noch nicht abonniert, dann abonniert gern und denn es lohnt sich wirklich. Und wenn ihr schon abonniert habt, dann lasst euch doch bitte in den Kommentaren aus. Wenn ihr aber noch nicht abonniert habt und ihr müsst noch abonnieren, könnt ihr auch gern euch in den Kommentaren auslassen. Ich freue mich immer so über jedes Kommentar. Ich habe schon mal zum Beispiel letztens erst einen Fehler von mir korrigiert und zugegeben, weil ich halt eben da ein falsches Datum angegeben habe. Und das habe ich dann im Kommentar nochmal beantwortet und mich dafür entschuldigt für meinen Fehler und erklärt, wo es herkommt und ja, soweit. Und ja, ich sehe halt eben auch viele falsche Sachen, wenn ich zu viel Stress habe. Also jetzt zum Beispiel habe ich schon wieder Stress, weil ich echt schauen muss, folgende Sachen ohne zu bekommen. Ich brauche noch ein bisschen was, darüber will ich nicht reden, aber das muss ich mir noch organisieren. Und dann muss ich noch mit meinen Schemen in Zenitform noch, das ich ja noch als Kumpel habe, noch spazieren gehen, damit es halt eben Gassi gehen kann, damit es mir hier nicht in die Wohnung reinmacht. Denn wir haben jetzt eine Toilette, aber so ein Schemen in Zenitform fliegt ja, das kann ja hier nicht rumfliegen, darum muss ich mit Schemen in Zenitform rausgehen. Spaß, ihr wisst, was ich damit meine. Um halt eben die Bonbons zu verdoppeln und also die Distanz von 20 Kilometer auf 10 Kilometer zu reduzieren. Da
Das wiederum bedeutet für mich 3 Stunden lang so viel Bonbons, also mindestens 3, 4 Bonbons zu schaffen. 3 wären echt schön. Denn 2 habe ich ja sowieso. Das dritte, 3 Bonbons muss ich immer schaffen, wenn ich so 15, 16, 17, 18, 19 Kilometer schon drauf habe. Und bei 19 Kilometern muss ich immer vor allem aufpassen, dass ich nicht so sehr über 19,5 Kilometer drüber komme. Wenn ich drüber komme, 19,6, ja, 19,7 geht noch. 19,8, da muss ich sofort meinem Kumpel einen Knirps geben. Und ich habe heute schon auch bei Aufnahme hier zur Aufnahmezeit, wo heute ja diese Speed Champions Video online gekommen ist. Und heute muss ich dieses Video hochladen, während ich mit meinem Kumpel Pokémon noch spazieren gehe, damit sich die Bonbons verdoppeln. Und weil die Distanz halt eben dadurch auch kürzer wird, dadurch verdoppeln sich die Bonbons und also ich hier so viel laufen muss. Und dann muss ich halt eben auch noch, naja, noch ein weiteres Set vorbereiten. Das mache ich auch morgen. Ich freue mich schon auf diesen Schildkrötenbully, den ich morgen noch bauen darf. Ey, das wird so schön. Das wird geil. Das war absolute Vollkatastrophe. Ich habe vor diesem Video auch am meisten Angst gehabt, weil ich wusste, was ich alles dafür aufreißen muss an Tüten und wie lange es dauern wird, bis das Ganze mal fertig wird, nur damit es perfekt wird. Und natürlich noch das lästige Beiwerk, wovon ich bestimmt jetzt alle Blütenstats, die es darin überhaupt gibt, inklusive Ersatzstats verbaut habe. Gefühl zumindest. Und das bin mir dann schon mal die Augen vom Papagei, aber ja. Also, ich habe gesehen, so Lego-Geschmacksmuster sind beim Panda noch nicht verbaut. Aber sonst. Morgen zeige ich euch den Bulli, den Schildkrötenbulli aus Stream Serie. Bis dann. Freut euch, ciao.